Hallo, ich bin der Regler. Ups, ich meine Regel. Friendos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu diesem mini kleinen Projekt, beziehungsweise zu diesem Mario Bros. U-Hack, den wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken werden. Und zwar zu Dayonas Adventure, so heißt dieses wunderbare Game, beziehungsweise dieser wunderbare Hack. Und auf diesen Hack bin ich, oh jordle hihu, da wurde aber gerade mal ein Chat gezeigt hier, beziehungsweise Discord auf meiner Wii U 2, die ich besitze. Und Dayona hat zu dieser Mod geschrieben, Raid a Minute, ne, dass ich vor 2 Monaten, warte mal, released habe, welche eine einweltenlange Mod mit 6 Leveln und einer Kaizo-Challenge in 2.1 ist und aus Leveln besteht, die ich vor 2 bis 3 Jahren gemacht habe, um meine Entwicklung zu zeigen. Kannst du ja, wenn du willst, auch mal anschauen. Und genau das tun wir tatsächlich auch. Ja, 6 Level, erste Welt plus 2.1 Kaizo. Das wird dementsprechend, glaube ich, ein sehr cooles Abenteuer werden. So ein sehr, sehr cooles, kurzes Mini-Abenteuer, denn wir warten ja aktuell auf das Release-Datum von Luigi's Mansion 2, was in nächste Woche erscheint. Genau, ich glaube, diese Folge müsste am Dienstag kommen, denn ich bin gerade in der Vorproduktion und wenn ihr dieses Video seht, morgen geht es für mich tatsächlich das allererste Mal auf Malle. Ich habe keinen Plan, wie das wird. Da bin ich von Mittwoch bis Sonntagmorgen und bin dementsprechend Sonntagmittag wieder back. Wir rücken auf Englisch. Yes, genau. Aber auf jeden Fall so viel dazu. Dementsprechend starten wir einfach mal hinein. Ich habe das Game schon mal gestartet, weil ich die Angst hatte, okay, puh, jetzt kommt wieder dieses ewig lange Intro, was man eh schon 10-mal gesehen hat. Aber es wurde mitgedacht, denn das Intro wurde geskippt. Was ich sehr, sehr cool finde, dass es in neueren Hacks inzwischen so ist, dass Intros geskippt werden. Von daher gucken wir einfach mal gemeinsam hier rein. Ich will trotzdem noch einmal lesen, weil hier stand ja, warte mal, welche eine weltenlange Mod mit 6 Leveln. Weil das, die erste Welt hat ja mehr als 6 Level. Das sind ja alleine 7, zähle ich ja schon. Also mit Secret Level normalerweise 8. Aber egal, wir gucken uns die beiden Level mal an. Denn das ist wie gesagt eine ältere Mod. Und die hat der Mod-Ersteller gemacht, um so die eigene Entwicklung über die Jahre hinweg zu sehen. Denn es gibt eine neuere Mod, die von ihm erstellt worden ist. Allerdings habe ich da die Installation zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz hinbekommen. Weil das Ganze so einen Custom-Code hat und dementsprechend sieht die Mod auch aus. Also ziemlich beeindruckend, muss man mal so sagen. Kann ich mich aber noch irgendwie retten, bitte? Oder geht's eventuell hier unten entlang? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da unten geht's nicht lang. Manchmal gibt's ja so übelst crazy Verstecke. Okay, wir kriegen es irgendwie. Ja, wahrscheinlich kriegen wir es doch nicht mehr hin, hier rauszukommen. Zumindest nur mit einem sehr, sehr guten Timing. Da will ich mich selber loben an der Stelle. Okay. Warum exakt passiert das? Was genau ist hier unten? Ist hier unten überhaupt irgendwas? Damn! Interessant, dass man nicht verreckt, sondern dass man hier in eine, ja, ich will nicht sagen Sub-Area, in einen anderen Raum kommt. Sehr, sehr cool. Und die erste Sternmünze, normalerweise übersehe ich die Sternmünzen ja immer in solchen Hacks, ja, weil die auch teilweise echt gottlos versteckt sind, das muss man ja, ja, schon mal so sagen, nicht wahr? Okay, Mittelflagge, aber wie gesagt, man muss sich mal jeden Fleck ein bisschen genauer angucken. By the way, da es sich immer von einigen gewünscht wird, soll ich zwischendrin auch mal auf die Sachen eingehen, beziehungsweise auf die Level-Elemente. Ich meine ganz simpel, Wald-Elemente. Plus so ein bisschen dieses Grusel-Level-Element im Hintergrund, sieht man. Zumindest mit diesen Bäumen. Also ich glaube zumindest, dass das da dargestellt werden soll. Ich weiß nicht, ob der Macher, ob das die Intention hiervon gewesen ist. Okay, ja, ich glaube, wir müssen uns richtig viel im Wasser umgucken. Da bin ich nie so der große... Es war so klar, dass der Kumpel mich treffen wird. Da bin ich ehrlich gesagt nie so der große Fan von. Zumindest von nicht so ganz coolen, offensichtlichen Dingern. Also alles, was irgendwie auch im Wasser selbst ist, komme ich hier auch irgendwie hoch. Thanks a lot. That's very nice in this level. Aber so langsam, aber sicher... Uiuiui, was passiert jetzt? Es fängt an, sich zu drehen. Aber warum? Warum hat sich das gedreht? Ey, guck mal da unten. Das sieht relativ auffällig aus, in Anführungszeichen. Doch nicht, wirklich?
Ja, das meine ich. Okay, es wird wieder eine wunderbare Schnitzeljagd werden. Aber wir werden ja nicht gehetzt. Diese Textur sah sehr, sehr weird aus, aber hat anscheinend nichts zu bedeuten. Okay. Naja, vielleicht finden wir ja irgendwie... Sternmünze Nummer 3. Ich hasse es. Ich mag das gar nicht, wenn ich auf Anhieb nicht alles finde. Ja, vor allem hier, wo soll man denn nachgucken? Also hier muss ich sagen, ich meine, ich kann ja ein bisschen ablästern jetzt. Öffentlich im Internet. Dieses Level finde ich sehr monoton. Also klar, es ist cool, aber sehr monoton. Also, es passiert durchgehend dasselbe. Bro, wie viele Wasserstellen gibt es denn noch hier? Muss ich auch irgendwann mal das Ziel kommen oder so? Oder, weiß ich nicht, eine wunderbare Starcoin Arena, so auf ganz süßer Basis, ja. Ey, da unten, aber wie komme ich da unten hin? Hier runter, her? Ja? Okay, das war simpel, bitte Nummer 2. Ja, geil! So, jetzt bin ich wieder zufriedengestellt. Solange der Umlaufmann zufriedengestellt ist, alles easy. Yes, genau. Das ist jetzt das vierte Video von insgesamt 8, welche ich vorproduzieren muss für die nächste Woche. Weil ich nehme das am Samstag auf und am Sonntag kommt auch noch ein Video. Genau, aber dann bin ich durch. Oh, cooler Switch. Sehr, sehr cooler Theme-Switch. Vor allem, da diese Plattformen hier rutschig sind wie Eis. Finde ich cool. Hat definitiv was. Ei, und da ist Number 3. Nicht Free, Freunde, sondern Free. Prima. Geil! Da ist das Ding. Erstes Level, 3 Starcoins. So, damit lässt sich definitiv arbeiten, würde ich mal so behaupten. Boah, Freunde, ich habe vorhin Mittag gegessen, aber so richtig böse. Viel zu viel. Jetzt gerade habe ich mir einen Kaffee reingeworfen. Boah, die Verdauung ist am Arbeiten. Okay. Zweites Level, rein da. Ich weiß nie, ob ich Hex irgendwie richtig installiere. Warte mal, hier ist ein Block. Doch nicht. Wundert mich. Weil die Namen teilweise gleich bleiben. Manchmal sind sie unterschiedlich. Da frage ich mich immer, warum. So, wozu ist dieser Mini-Room hier? Echt jetzt? Kein Grund? Hier geht's auch nicht rein. Sehr überraschend. Es gab tatsächlich heute Nudelauflauf mit echt viel Käse und Tomatensauce. Boah, heilige Makrele. Das fetzt böse rein. Naja, auf jeden Fall, Level. Ich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn so Kontraste gespielt werden mit der Lava und dem Eis. Ui, das ist cool. Ganz kurz, im Moment habe ich den Hammerbro gesehen, aber da kamen nur Vietnam-Flashbacks hoch. Okay, cool. Okay, cool. Weg mit dir. Oh, shit, ich habe Angst. Oh, wow. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe aber eine Befürchtung, wenn es hier... warte mal. Oh. Okay, cool. Hat doch funktioniert. Erste Starcoin war nice. Ich bin begeistert von dem Level. Das ist cool. Begeistert wie ein Spukschluss, Freunde der Sonne. Vor allem auch vom Schwierigkeitsgrad her voll in Ordnung. Normalerweise kennt man ja schon den Insider. Sobald ich einen neuen Hack starte, verrecke ich direkt im ersten Level, was viel zu oft passiert. Wie Tomaten, weg mit euch, ihr Maden. Und by the way, ich hoffe, dass ich dran denke. Wenn ich es vergessen sollte, bitte erinnert mich in den Kommentaren. Und zwar, dass ich den Hackersteller Dayona in der Beschreibung erwähne oder halt den Trailer hiervon verlinke, weil das vergesse ich leider viel zu häufig. Das soll kein Disrespect oder so sein. Ich bin super dankbar über jeden einzelnen Hack, nur ich bin sehr vergesslich bei solchen Dingen. Weil das so Kleinigkeiten für mich sind, aber ich weiß, dass es einigen viel bedeutet und deswegen würde ich das respektieren und natürlich auch verlinken. Von daher, falls es vergessen sollte, bitte erinnert mich dran, das wäre super cool. Aber ich denke mal, dass ich dran denke. Hoffentlich. So. Zweites Darkman wird wahrscheinlich irgendwo hier in so einer Piranha-Pflanze sein, oder nicht? Überrascht mich, dass es nicht so ist. Das war richtig stupid. Das war, hallo! Absolut stupid. Oh Gott. Wunder, dass wir bisher noch nicht verreckt sind. Das war... Bro, ich hab die Sprungtaste gedrückt. Ich schwöre euch, ich hab die Sprungtaste gedrückt. So viel zum Thema. Wow, ein Wunder, dass wir noch nicht gestorben sind. Okay, weiter geht's. Egal, diesmal mit Item und diesmal wissen wir, dass wir hoffentlich ein bisschen besser agieren. Okay, cool.
Hat funktioniert. Du kommst mit, Bro. Aber nur, weil du so ein guter Broski bist. So, weg mit dir. Und dann beginnt... Ah, es war dumm. Es war richtig, richtig dumm. Dann beginnen die nächsten heftigen, in Anführungszeichen heftigen Jumps. So! Nächster Pilz, Feuerblume wäre aber deutlich sinnvoller gewesen. I think so. So, du wirst einmal hops genommen auf süß. Du wirst einmal übersprungen auf süß. Geil! Okay. Das finde ich sehr, sehr kreativ, muss ich so sagen. All das Level finde ich cool. Das finde ich einen Ticken cooler als das erste Level, weil es dann nochmal ein bisschen mehr Abwechslung bietet, wie ich persönlich finde. So, Feuerblume, geile Meile. Und jetzt einmal weg hier. Thanks a lot. Schnell in die Röhre, bevor mich die Cooper-Shell noch trifft. Das wäre gar nicht mal so cool. So, was passiert als nächstes? Oi, caramba. Nein, halt der Maul. Man kann nochmal zurück. Geil! Bam, ich wusste es. Ich kenne diese Mechanik aus 1, 2 Hacks. Boah, aber krasser Plotti. Lotti Karotti, dass wir jetzt hier nochmal entlang jumpen können. Aber drei, ne? Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wo ist die zweite Sternmünze? Eben war sie doch noch hier. Wo ist die zweite Sternmünze? Eben war sie doch noch hier. Bum, bum, bum. Okay. Ja, das wird sehr interesting. Ich kann euch auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo ich vermute, dass die zweite Sternmünze ist. Gut, wir gehen in die Suche hinein. So, alright, jetzt beginnt die Suche ab der Mittelflagge. Hier war exakt die erste. Vielleicht irgendeine Röhre oder sowas, irgendeine Auffälligkeit. Ich denke mal schon, dass es wahrscheinlich irgendeine Röhre sein wird. By the way, finde ich sehr, sehr cool, auch die Piranha-Pflanzen an der Wand. Muss man mal an der Stelle appreciaten, nicht wahr? Oder vielleicht sogar hier irgendwo oben. Aber da kommst du mit normalen Jumps nicht ran. Wie schaut's hier aus? Warte mal. Ah, ich denke mal, dass hier keine Wand sein wird, wenn da irgendwas ranklebt. Nope, da habe ich sogar recht gehabt. Guck mal, ein Pfeil nach oben. Wozu ist dieser Pfeil da? Questions. Hello. Du gehst auch einmal weg. Hier wird auch nichts sein. Okay, gar nicht mal so cool. Okay, wahrscheinlich muss man noch auf Pfeile und so achten. Pfeile geben einem häufig Hinweise in solchen Leveln mit Starcoins etc. Okay, vielleicht hier. Nope. Boah, das ist echt Nadel im Heuhaufen suchen. Bam! Da, ich hatte den richtigen Riecher. Also war es doch ganz simpel eine Röhre, wie es scheint, nicht wahr? Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Gerät hier vorne. Aber, Moment, by the way, das darf man auch nie vergessen, was man vielleicht auch ganz leicht vergessen kann. Wir sind hier nicht in Mario Maker 2, dementsprechend können wir nicht auf Piranha-Pflanzen spinnen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Zweites Starcoin, aber auch schon krasses Versteck. Also du brauchst definitiv eine Feuerblume. Wie ich jetzt persönlich einfach mal so denke. Ansonsten gar keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Ja, wobei, du musst nur warten, bis das Ding wieder eingefahren hat. Dann geht's doch. Ja, aber mit Feuerblume fühlt man sich sicherer. Aber so instinktiv, das war stupid, denkt man natürlich nicht daran, dass da irgendein Secret drin sein wird. Boah, jetzt langsam aber sicher wird's unangenehm. Aber so ekelhaft unangenehm. Bam. Also, dann haben wir dieses Level auch mit Erfolg abgeschlossen. Sheesh. Alright. Boah, Freunde, wirklich, ich bin gerade so heftig im Verdauungsvorgang. Ich merke das richtig. Boah. Heilige Makrele, das war ein gutes Mal. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, denn wir haben jetzt zwei Starcoins. Yes. Zwei Starcoins, sage ich schon. Zwei Level abgeschlossen. Geil. So, ich hoffe mal, dass es hier kein Secret gibt, aber ich denke mal, das hätte dazu geschrieben wahrscheinlich, richtig? So, Pilz kann man auch mitnehmen, auch wenn eigentlich bisher... So, vorsichtig. Die Level ziemlich fair gewesen sind. Fair Trade. Okay. Ja, links und rechts. Kein Problem. Ich sehe hier absolut gar kein Problem. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Geil. So und nicht anders stelle ich mir das hier vor. Yes, sir. So. Stern und Pilz. Stern mit Abstand das unnötigste Item of all time, meiner Meinung nach. Weil du sammelst es ein und kannst 10 Sekunden im Level laufen, was nichts bringt. Aber gut. Das ist ja Boogie Woogie. Ah, ein schönes Jungle-Theme. Ich
finde es halt so lustig, englische Wörter, die mit TH geschrieben werden, wie ein F auszusprechen. Theme. Ein sehr schönes Jungle-Theme, was wir hier haben. Oder Team? Was macht das? Warum passiert das? Warum passiert das? Wofür ist das passiert? Knopf kommt nicht wieder. Wofür ist das Ding da? Um hier in den Abgrund zu jumpen? Never. Oder? Könnte das so perfide sein? Weil die erst... Was ist das? Warum sieht das so auffällig aus, die Stelle? Nee, was wollte ich gerade... Uppala! Sagen? Hilfe! Bitte passen Sie auf, dass Sie mich nicht treffen mit Ihrer... Na, verdammte Kacke. Nicht so coolen Stachelkugel. Ja, ich habe eh schon verkackt. Ich habe eh schon verkackt, ne? Am Anfang auf jeden Fall mit der Starcoin. Kein Plan, was da von uns verlangt ist. Ich meine, es gibt ja noch nicht mal einen richtigen Hinweis. Tipenja! Ich will dich hops nehmen. Auch gar nicht... Na, verdammte Kacke. Gar nicht persönlich gemeint, wir gehen einfach weiter. Ist mir doch ein bisschen zu blöd. So, was haben wir hier oben? So schön ist nix. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aha! Okay. Room number runs. Die erste Starcoin. Aber wozu war dieses Ding am Anfang da? Moink. Bro, ist das asozial. Bro. Ja, danke. Also, erste Starcoin nochmal kurz vor der Mittelflagge. Sau strong. Ja, das ist asozial gewesen, muss ich schon sagen. Dass man trotz dessen ein Item verliebt. Verliert. By the way, Lian finde ich super cool in diesem Spiel. Ich liebe Lian. Ist hier irgendwo ein Weg? Nee, das sieht alles so auffällig aus. Das triggert mich schon. War klar, dass es passiert. Ich wollte aber trotzdem nochmal abchecken. Auch die unrealistischsten Szenarien muss man abchecken. Mann, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nie, warum solche Dinge so offensichtlich teilweise versteckt sind, wisst ihr? Boing. Tschüss. Knappe Kiste. Boing. Relativ knappe Kiste, nicht wahr? So, du gehst noch einmal runter und... Ah, warte mal. Auffällig, die kleine Kante. Sehr offensichtliches Level, sehr, sehr simples Level. Im Gegensatz zum letzten Level beispielsweise. Ah, verdammt. Bedeutet aber, wir können uns einfach zum Ende hinsprinten. Okay, das war jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, zu einfach. Überschaubares Level. Sehr überschaubares Level. Nehme natürlich so mit. Aber es war jetzt auch nicht die größte Herausforderung irgendwie, also. Schwierig. Muss man nicht unbedingt verstehen. Bam. So, ja, Miiverse will ich gerade nicht benutzen, liebes Spiel. Aber das ist sehr nett von dir, dass du uns das mit Reverse... Alter, das ist Miiverse. Hat das jemals... Alter, ich weiß noch, kurze Storytime. Ich hatte damals... Safe? Okay. Ich hatte damals einen Crush gehabt. Aber der Crush hatte keinen Crush auf mich. Aber wir hatten Kontakt. Es war Freundschaft, sagen wir es mal so. Aber mein Crush hat immer auf Guffy gesimpt und das fand ich gar nicht so cool. Heute habe ich mit Guffy Kontakt. Heute ist Guffy mein Crush. Und auf jeden Fall hatte dieser Crush damals eine Schwester, hat immer noch eine Schwester. Und diese Schwester hatte auch eine Wii U. Und die Wii U war halt so eine super seltene Konsole. Also kein Schwanz hatte diese Konsole gefühlt. Und tatsächlich... Hat sie mir dann immer, also die Schwester von meinem Crush hat mir dann, die war, wie alt war sie? Ich glaube 3, 4, 5 Jahre jünger. Passt das? Ich glaube ja. Kann sein, dass ich auch Schwachsinn labe, aber jünger. Haben mir dann immer auf Miiverse geschrieben. Yo, hast du Bock, Mario Kart zu spielen? Yo, hast du gerade Zeit für Mario Kart? Ich sehe, du bist online. Mario Kart? Fragezeichen. Alter, es ist, da kommen uralte Erinnerungen hoch, wenn ich darüber nachdenke. Okay, let's go. Also, so, Yoshi Hill, also so heißt natürlich das Original Level. Das aber auch anders, aufgebaut ist. Guck mal, da sind diese Bowser Junior Dinger, oder diese Bowser Dinger. Wie auch immer man die nennen mag. Finde ich cool.
Aber wir gehen erstmal nach oben links. Ich mag solche Designs. Also was ich wirklich immer an diesen Hacks liebe, sind diese Designs. Vor allem so ein kleines Markenzeichen, was mir gerade so ein bisschen auffällt, sind diese Blöcke, die immer oben links sind. Oh, süß. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ah, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, jetzt einfach ganz simpel hier durch. Genau, das lieben wir doch. Ist da ein Weg in der Mitte? Nee, sah nur so aus. Da muss man auch immer vorsichtig sein, sobald man exakt sowas probiert zu gehen. Boah, das ist so abstrus, dieses Level, dass man überall denkt, yo, hier ist safe was. Oder nee, hier ist jetzt safe was. Nee, da könnte auch was sein. Schwieriger Hase. Es ist nicht so ganz offensichtlich wie das gerade eben. So, weg mit dir. War das gerade Gewitter? Also zumindest in-game. Draußen scheint gerade die Sonne, was sehr erstaunlich ist. Die letzten... Nein! Letzten Tage sehr regnerisch waren. David tot gemacht vom Spiel. David, nicht lustig finden das. Okay, here you go again. Aha, geh runter, du Drecksack. Dürfen wir einmal darüber reden, was für ein lustiges Wort Drecksack eigentlich ist? Drecksack. Du bist ein dreckiger Sack. So gesehen. Sheesh. Kann man, glaube ich, so sagen. Zaccarino. Ey. Bam, bam, bam. Vorsichtig. Was sind das für Geräusche im Background? Ja, oder irgendeine Maschinerie, die am Arbeiten ist. Die am Hascheln ist, Freunde, am Hascheln. Was das ganze Tag schlafen? Hascheln. Okay, du gehst mal weg. Genau. Weg mit euch. Nächste Feuerblume. Und diesmal fahren wir nicht unbedingt runter. Hier war ja auch irgendwo... Hier war ein Fall nach oben. Also... Ich hoffe, dass es da nicht normal weitergeht, bitte. Da muss irgendwas sein, ne? Warum ist da ein Pfeil nach oben? Warum? Ja, weil da... Hä? Yeah! Ich check das nicht. Au. Ist hier ein Block? Versteckter Block? Nein, gar nichts. Aber guck mal, das wird ja die erste Starcoin hier sein. Doch wie genau löst man dieses Rätsel, bitte, liebes Spiel? Bitte erzähl mir mehr darüber. Ich kann es euch nicht sagen. Weil hier oben ist auch nichts. Das ergibt doch gar nichts. Warum ist hier ein Pfeil? Scheiß drauf. Oh Gott, das war richtig stupid. OMG, GG, 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 GG. GG, 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 GG. Das finde ich sehr kreativ mit dem Ding, was hier mit uns rüberfährt. Aber wir haben safe die erste Starcoin übersehen, hundertprozentig. Ich verstehe aber nicht, was da gerade meine Mission gewesen ist. Oh shit, warte mal, nach oben? Aha, ja, wir haben die erste Starcoin übersehen. Och man, das ist so ärgerlich, wenn das passiert. Gut, dann spielen wir dieses Level erstmal ohne erste Starcoin zu Ende. Auf süßer Basis. Probieren wir es zumindest mal. Bro, diese Gewittergeräusche. Ja, ich habe die dritte schon gesehen. Wisst ihr, die dritte ist so offensichtlich. Bei der ersten denke ich mir, Bro, ist das eine NASA-Raketenwissenschaft? Okay, zack. Geil. Number three. Three. Shit. Ich meine Mist. Ah, geh rein in die Lücke. Mario, bitte versuchen Sie, den Lückentext zu füllen. Please. Thanks a lot. Geil, rüber geht's, rüber geht's. Das war doch gar kein Problem, dieses Level. Frage ist natürlich nur, wo ist die erste Starcoin? Wo zum heiligen Bimbanius soll hier die erste Starcoin sein? Keine Ahnung. Gubi. Oh, Bro! Hier ist ja eine Röhre! Ey, das war... Ach, Digga, ja, guck mal, da ist die erste Starcoin. Na, vielleicht sollte man sich ein bisschen besser im Level umgucken. Ich verstehe aber nicht, wofür dieses Schild da war, was so nach oben Ach, Bro, du musst das komplette Level nochmal spielen. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Level, wo du runterspringst und dann wieder...
zurück ins Level kommst. So dieses Typische, was man halt kennt, ne? Aber nee, nix da. Du musst wieder zurückgehen. Und guck mal, wie früh das hier im Level gewesen ist. Also ich habe das richtig früh übersehen tatsächlich. Übercheckt, yo. Weil wenn du so ein richtiger Checker bist, bist du richtig... Verdammte Kacke. Ja, das war Karma gerade für ja, diesen lästigen Witz. Okay, Freunde, wir haben diesmal die Starcoin von da oben geholt, ohne zu sterben. Und jetzt können wir dieses gesamte Level nochmal spielen, aber natürlich in Speedrun-Manier. Aber bei der Speedrun-Manier müssen wir natürlich wie immer aufpassen, dass wir nicht sofort verrecken, ecken, mecken, lecken. Ach, Bro, teilweise ist das so schlimm. Es ist so schlimm, wenn du probierst, ein bisschen schneller zu spielen und dann einfach verreckst, Mann. Das ist gar nicht mal so cool. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Oh, nein, 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 nein. Das ist eine sehr ekelhafte Stelle, wie ich persönlich finde. Aber das soll uns ja auch nicht aufhalten, dieses Game durchzuspielen. So. Dann kommt hier schon die Mittelflagge und spätestens dann ist das Level durchgehaschelt, maschelt, hascheln. Yes, sir. Thanks a lot. That's so cool, man. I love you so much, you know, yo. Whoa, 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 whoa. So, jetzt aber die Mittelflagge. Zweites Darkcoin ist, by the way, oben links gewesen. Das passt auch alles soweit. Ja, sogar mit einer Feuerblume. Jetzt, das war so stupid. Oh, danke, dass du dich nochmal drehst. Das war wirklich freundlich, Mann. Geil, dankeschön. Ja, oh, Toodles, sage ich mal, zu der Situation. Mickey Maus freut sich darüber. Okay, noch einmal nach unten, please. Und dann haben wir es auch sofort, ne? Ja, das ist es, das ist das Level gewesen. Freunde der Sonne, an der Stelle kann ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part kümmern wir uns um das Ende von Deonas Adventure und gucken uns an, was in seinem Abenteuer noch auf uns wartet. Von daher, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Omelette-Mann. Und danke an die Elite-Omelette-General-Member Basti the Dark Empire, Cybix Games, Maria Kleindampier, Svensemann und Florian und natürlich auch an alle anderen, die auf dem Channel dabei sind. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.